Herzlich willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Wir sind hier in den Sommersandinseln vor Ebenstadtmond. Ich lese mal den Queststatus vor. Dann sind wir wieder auf dem Laufenden. Ritenmeister Yachisis erinnerte sich an die Stimmen einer Frau, die ihm immer wieder uralte Worte zugemunkelt hat. Er glaubt, dass diese Worte mit dem Ort in Verbindung stehen, an dem er das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt hat. Bevor wir die Barriere durchbrechen, müssen wir daher herausfinden, was diese Worte bedeuten. Leiten hat mich mit einer Rune versorgt. Er meinte, dass ich sie in Ebenstadtmond verwenden soll. Dann kann er sehen, was ich sehe. Ich muss nach Ebenstadtmond die uralte Schrift finden und Leitens Rune verwenden. Jo. Ich bin jetzt, war jetzt in der letzten Folge schon mal kurz durch das Portal da durch und habe dann gedacht, ich starte die Folge lieber hier. Dabei sehe ich jetzt hier gerade dieses Buch rumliegen. Das schauen wir uns mal an. Die Sprachen von Ebenstadtmond von einem unbekannten Verfasser. Im Zuge meiner Forschung habe ich Ebenstadtmond aufgesucht, einen Wald, zu dem es zahlreiche Gerüchte und Mutmaßungen, aber kaum bekannte Fakten gibt. Genauer gesagt interessiere ich mich brennend für die geheimnisvolle Sprache, die man in diesem Wald findet, in den Inschriften verfallener Ruinen. Diese Sprache ist unbekannt, sie wurde noch nie studiert und größtenteils interessiert sich auch niemand für sie. Dies hat wohl mehr mit den zahlreichen Gefahren dieses Waldes zu tun, als damit, dass man diese Sprache nicht untersuchen könnte. Irgendwie verändert sich der Wald. Er bewegt sich, während man ihn durchquert. Man sieht sein Ziel knapp über der Baumkrone, dann geht man durch einen der zahlreichen Torbögen und schon findet man sich an einem völlig anderen Ort wieder. Ich vermute, dass hier eine Art Teleportationsmagie am Werk ist, obwohl dies alles so übergangslos vor sich geht, dass man es kaum mitbekommt. Das Unterholz ist so dicht, dass es eher an einen Heckenlabyrinth als an einen richtigen Wald erinnert. Es ist offensichtlich, dass jemand oder etwas diesen Wald in einzelne Abschnitte unterteilt hat, und mir scheint es, dass man damit explizit Außenseiter fernhalten wollte. Welche Verbindungen diese Schutzmaßnahmen mit der Sprache haben, die ich zu studieren suche, weiß ich nicht genau, aber vielleicht komme ich ja durch meine Forschung auf die Antwort. Meine ersten Resultate in Ebenstadtmond waren, wie befürchtet, wenig aussagekräftig. Ich ging anfangs davon aus, dass die Sprache in ihrer Form von dem Dädätrischen ähnelt, aber sämtliche Versuche in diese Richtung blieben ergebnislos. Obwohl diese Sprache möglicherweise ähnlich alt ist, denke ich nicht, dass sie dädätischen Ursprungs ist. Daher werde ich wohl meine Studien von ganz vorne beginnen müssen. Also eigentlich müsste Hemeus Mora uns da helfen können, aber das ist bestimmt eine blöde Idee, den um Rat zu fragen. Es hat immer seine Folgen. Der einzige Segen dieser Expedition ist, dass sich das Element, das ich anfangs als größten Stolperstein eingestuft hatte, als deutlich weniger schlimm erwiesen hat, nämlich der Wald selbst. Waren die Gerüchte übertrieben? Bisher hat der Wald sich nur selten verändert und sämtliche Vorfälle waren eher störend als gefährlich. Ich hatte befürchtet, ich könnte Mitglieder meiner Truppe verlieren, aber dem war bisher nicht so. Allerdings habe ich ihnen auch gesagt, dass sie nahe beieinander bleiben sollen. Ich spüre, dass wir akzeptiert werden, als erachtet der Wald uns als würdig, seine Geheimnisse zu lüften. Oder vielleicht sind die magischen Schutzvorkehrungen hier mit der Zeit schwächer geworden. Wie dem auch sei, ich habe nicht vor, diesen Glücksfall einfach so zu vergeuden. Rückschläge hin oder her, ich bin fest entschlossen, diese Sprache zu erforschen. Endlich komme ich hinter die Geheimnisse dieser Sprache. Ich ging die Sache völlig falsch an. Das war das Problem gewesen. Ich sah nur eine Sprache, die aus bloßen Symbolen bestand. Etwas, was man erforschen und übersetzen kann. Aber diese Worte haben Macht. Das ist mir nun klar geworden. In diesen Inschriften steckt eine ungenutzte Quelle magischer Energie. Aber so sehr ich es auch versuche, ich finde keine Möglichkeit, sie freizusetzen. Sie zu nutzen, wie sie unbedingt genutzt werden möchte, das spüre ich. Es ist eine kreative Energie voll unvorstellbarem Potenzial. Aber wie sieht dieses Potenzial aus? Die Worte leben. Manchmal sprechen sie zu mir, wenn ich genau hinhöre. Worte, die in meinem Geist flüstern. Die Macht, die so lange geschlafen hat, möchte unbedingt wieder existieren. Wenn ich doch nur darauf kommen würde, wie ich ihr dabei helfen kann. Ja, vielleicht fragen wir jetzt Ande, wenn doch mal was die von mir will. Vielleicht kann ich das nebenbei erledigen. Seid gegrüßt, meine Freundin. Euch ausgerechnet so weit draußen zu treffen. Vielleicht könntet ihr mir noch einmal aushelfen. Ich brauche eine Eskorte für meine Expedition. Ich rechne damit, dass wir unterwegs auf einige Dädra stoßen werden. Aber ich bin mir sicher, dass da nichts dabei ist, womit ihr nicht fertig würdet. Was für eine Art von Expedition?
Einfach ausgedrückt habe ich Aufzeichnungen über einen uralten Tempel gefunden, irgendwo hier in genau diesem Wald. Ich bin gekommen, um die Geheimnisse zu ergründen, die er womöglich birgt. Ich muss euch warnen. Ebenstadtmond ist kein leichtes Gelände. Ihr werdet auf der Hut sein müssen. Kein leichtes Gelände? Inwiefern? Reisende verirren sich, manchmal gleich tagelang. Nach allem, was ich gehört habe, scheint sich der Wald zu verändern, während man ihn durchquert. Wir werden eng beieinander bleiben müssen. Und? Wollt ihr mir helfen, ein uraltes Rätsel zu lösen? Ich zahle übrigens gut, wenn ich das so sagen darf. An Bezahlung bin ich nicht interessiert. Ja, ist vielleicht sogar zweckmäßig. Die hat vielleicht den einen oder anderen Hinweis, wie wir durch diesen Wald durchkommen. Ich nehme sie mit. Sicher, ich begleite euch durch Ebenstadtmond. Danke, dass ihr mein Angebot annehmt. Ich bin ziemlich aufgeregt wegen meiner ersten von mir geleiteten Expedition. Telenga mag einen erlesenen Geist besitzen, aber manchmal ist er ein bisschen anstrengend. Es ist schön, sich endlich von der Rolle als seine Assistentin lösen zu können. Ja, Telengar, das ist der Artefaktor, mit dem wir gelegentlich im Gebiet der Altmeri-Dominions zu tun hatten. Und auch, je nachdem, wie man die Sache angeht, ist er auch in Kalthafen anzutreffen. Also wenn es darum geht, Molag Bal im Zuge der Hauptgeschichte in den Hintern zu treten, ne? Ihr seid also nicht länger Telengars Assistentin? Oh nein, natürlich schon. Die Magiergilde will, dass ich ihn weiterhin auf seinen Expeditionen begleite. Aber davon mache ich gerade eine Pause. Sobald ich meine Forschungen hier abschließe, ziehe ich auf weitere haarsträubende Abenteuer los. Es scheint also nicht sehr glücklich, wer Telengars Assistentin zu sein. Ja, wahrscheinlich ist sie immer in seinem Schatten, ne? Nun, Telengars Assistentin zu sein, ist auf unterschiedlichste Arten und Weisen lehrreich. Aber ich glaube, dass jetzt die Zeit gekommen ist, der Magiergilde und mir selbst zu beweisen, dass ich auch allein losziehen kann. Ebenstadtmond erweckte einfach meine Aufmerksamkeit. Und was ist so interessant an Ebenstadtmond? Die Ruinen in Ebenstadtmond sind uralt und wurden vielleicht sogar schon in der meretischen Ära errichtet. Sie bergen Inschriften in einer geheimnisvollen Sprache, mit deren Übersetzung erst wenige begonnen haben. Ich glaube, diese Inschriften können uns dabei helfen, zu dem Tempel innerhalb der Ruinen zu gelangen. Ja, genau wegen dieser Inschriften sind wir ja da. Also es ist vielleicht wirklich sehr sinnvoll, die mitzunehmen. Was könnt ihr mir über die Sprache erzählen? Sie ist alt, sogar aus dem Blickwinkel eines Hochelfen betrachtet. Ich habe nur von ein paar Sätzen Übersetzungen gefunden und selbst die waren recht kurz. Sie mag vielleicht ein spannendes Feld für einen Sprachkundler sein, aber für mich ist sie nur Mittel zum Zweck. Ich möchte bloß den Tempel untersuchen. Wie werden uns die Inschriften dabei helfen, den Tempel zu finden? Wie ich schon sagte, kann dieser Wald schwierig zu durchqueren sein. Die Pfade winden und verändern sich, während man sie beschreitet. Deshalb wurde der Tempel bislang auch noch nicht erkundet. Wenn wir uns an diese Inschriften halten, sollte uns das zum Tempel führen. Könnt ihr mir mehr über den Tempel erzählen? Nicht viel. Obwohl man den Tempel durch die Bäume sehen kann, hat der Wald sämtliche Erkundungsversuche nahezu unmöglich gemacht. Höchstwahrscheinlich ist diese Stätte der Verehrung nun völlig verlassen. Aus irgendeinem Grund wollten die, die ihn nutzten, dass der Tempel unzugänglich bleibt. Unzugänglich? Inwiefern? Das Wesen dieses Waldes erlaubt es Reisenden nicht einfach zu dem Tempel zu spazieren, nachdem wir suchen. Jemand muss Magie zum Einsatz gebracht haben, um dies zu erreichen und Fremde vom Betreten abzuhalten. Zum Glück sollten die Inschriften hier uns als Führer gereichen. Gut, dann haben wir also eine Expedition zu leiten. Das haben wir gerade gelesen, oder? Nee, das ist ein Buch von Telengar. Das ist zum Glück nicht allzu lang, aber es dürfte questrelevant sein. Von Telengar, dem Artefaktor, also Worte und Macht, ja. Sind Sprachen Tamriel mehr als nur ein praktisches Kommunikationsmittel? Während meiner Studien, besonders während meiner kontinuierlichen Erforschung der geheimnisvollen Runensteine, ist so häufig Sprache aufgetaucht, die explizit mit Magie verknüpft ist, dass man dies nicht ignorieren kann. Ist schon alleine das Fassen von Ideen in Wort eine Akt der Beschwörung? Ich bringe hier Beweise dar, die diesen zugegeben radikalen Standpunkt belegen können, und ich hoffe, dass die Sapiarchen des Kristallturms geneigt sind, diese zu bekräftigen oder zu widerlegen. Fangen wir an mit den Runensteinen der Verzauberung. Jeder von ihnen ist gezeichnet mit einem Symbol, das aus mehreren Silben besteht. Allein ist eine Rune inaktiv.
Aber ihr magisches Potenzial wird freigesetzt, wenn sie mit anderen in der entsprechenden Syntax kombiniert wird. Die vollendete Form der vollständige Ausdruck erzeugt Magie. Man muss die Sprache nicht einmal umfassend beherrschen, um ihre Macht zu entlocken. Zu wenige Wörter sind vorhanden oder bekannt, um sie wirklich zu sprechen, aber durch das Studium der Glyphen und das Kombinieren der Runensteine ist es möglich genug, von den groben Konzepten zu verstehen und sie zu nutzen. Die Sprache selbst ist zweifelsohne fundamental mit magischen Energien verbunden, obgleich ihr Ursprung ein Geheimnis bleibt. Er redet also im Prinzip vom Verzaubererhandwerk, ja, die benutzen ja diese Runen. Offenbar benutzen die auch Fragmente dieser Sprache, um ihren Beruf auszuüben. Interessant. Und nebenbei an alle angehenden Schüler der Verzauberung, ja, da steht's ja sogar, seid nicht entmutigt, wenn euch eine Rune begegnet, die ihr nicht entziffern könnt. Nur durch das Wiederholen von Wörtern und Phrasen, die ihr gelernt habt, und das Extrahieren von Runen aus Glyphen werdet ihr das Wissen erlangen, das ihr benötigt, um schwierigere Runen zu meistern. Seid geduldig und arbeitet mit anderen Schülern zusammen, um Glyphen zu erschaffen und zu zerlegen. So gewinnt ihr mehr Wissen über ihr Zusammenspiel und ihre wahre Bedeutung. Sprache, insbesondere das geschriebene Wort, ist auch den Altmeer von wesentlicher Bedeutung. Sie bewahrt nicht nur unsere Geschichte, sondern hält unsere viel verheißende Abstammung fest und gibt ihr Gestalt. So wird gewährleistet, dass jeder Meer seinen Platz in der Hierarchie kennt. Es ist kein Zufall, dass die Gesellschaft der Altmeer die am besten geordnete und strukturierte Tamriels ist. Es ist der Wille von Xarxes persönlich. Die gelehrten Priester des göttlichen Schriftgelehrten geizen zwar mit ihren Geheimnissen, doch bewahren sie angeblich eine uralte Sprache, die von der Welt außerhalb ihres Ordens vergessen wurde. In Helalmerils Gespräche mit dem Etymonbindern weist ein anonymer Schriftgelehrter auf Folianten hin, die Geschmack, Geruch und tanzende Bilder erzeugen können, sowie auf Texte, die man durch bloßes Ansehen lesen kann, auch wenn man nicht des Lesens mächtig ist. Eine weitere Form der Wortmagie, wenn man Helalmeril Glauben schenkt. Man betrachte auch das augenscheinlich Alltägliche, die Rede eines großen Generals am Morgen, die Schlacht, die seine Truppen motiviert, Unglaubliches zu vollbringen, die Lieder eines Meisterbarden, die Gefühle inspiriert, der beruhigende Ton einer Mutter ihrem Kind gegenüber, finden sich Spuren von Magie in alltäglichen Willensäußerungen durch Sprache oder Schrift. Es scheint möglich, dass dies noch ein Überbleibsel einer Macht aus finsterer Vorzeit ist, wenngleich auch stark abgeschwächt. In der Geschichte Tamriels finden sich sogar noch mehr Beweise, die diese These unterstützen. Zu viele, um sie hier aufzuzählen. Und ich freue mich darauf, diese Theorie mit meinen Kollegen zu diskutieren. Gut. Ja, jetzt hoffentlich wird keine Plauderfolge draus. Gehen wir mal da rein, bevor mir noch ein Buch über den Weg läuft. Ja. Und wenn das auch wir noch suchen nach Inschriften. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Zeichen im Stein findet. Ja. Fassen wir mal zusammen, das Ebenenheiligtum heißt die Quest. Ich habe mich bereit erklärt, die Gelehrte Andewen bei ihrer Untersuchung eines uralten Tempels zu begleiten, welcher in geheimnisvollen Wald von Ebenstadtmond verborgen ist. Ich wurde als Andewens Eskorte durch Ebenstadtmond angeheuert. Ich sollte nach allem Ausschau halten, was uns zum Tempel führen kann, und sie vor allen Gefahren beschützen, auf die wir stoßen. Außerdem sollen wir Leitens Rune in Ebenstadtmond benutzen. Wir haben also zwei Quests zu verfolgen. Ich schätze, das wird mindestens ein Vierteiler. Das ist mit zwei Folgen nicht getan. Ja, das ist genau das, was wir suchen. Ah, oh, es ist fast, als könnte ich die Worte hören. Anjont. Östlicher Tempel? Dedra, ich habe keine Zeit für Ablenkungen. Könntet ihr sie nie vom Leibe halten, während ich übersetze? Auf die Idee wäre ich von alleine nie gekommen. Zumindest habe ich ihre Aufmerksamkeit. Ich habe kein Buffhut drin. Ich hab nicht gedacht, dass ich jetzt schon kämpfen muss. Ja, gut. Egal. Und... dürfte ich jetzt bitte mal kurz, auf die Schnelle fällt mir nichts Besseres an als das hier! Au! Jo. Zum Glück sind diese...
Ja, zu wenig Ausdauer, klar, ja. Es ist ein Magiker-Char, ja, und ich kämpfe ja gerade eigentlich mit Waffen, die sie, solange ich sie auf Magiker basiert habe, nie perfekt beherrschen wird. Aber das macht nichts. Mut zur Lücke! Ich meine, mit optimalen Mitteln kämpfen kann jeder, oder? Da gehört nicht viel dazu. Puh, was hat der Dendrit? Die Inschriften zeigen, dass der Tempel weiter oben ist. Schnell, mir nach! Ja, was ist denn mit dem anderen Questziel? Moment. Ja. Gut. Wer stört? Komm, mach brav Sitz. Dann halt nicht. So. Das ist das Problem. Da weiß man dann nicht mehr, was man zuerst machen soll. Mal gucken, ob ich das... Ich meine, ich kann ihr immer noch folgen, ne? Was? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Hä? Ha! Wenigstens sind wir wieder zusammen. Nun kommt! Dieser Wald muss doch irgendwo enden. Finde ich gerade ein bisschen... Findet einen Pfad zur Ruine. Das ist jetzt die andere Quest. Und ich soll jetzt für diese Quest wieder raus? Ich blieb... Moment... Habe ich jetzt hier irgendwas falsch gemacht? Da unten ist ein Questmarker, da muss ich jetzt mal hin, sorry. Aber das ist unsere Hauptaufgabe, das andere ist die Nebenaufgabe. Ja. Bevor ich jetzt total vom Thema abkomme. Ah, die Rune funktioniert perfekt. Es ist fast, als stünde ich direkt neben euch. Ein Insektenspray wäre mir gerade lieber. Ich kann spüren, dass mächtige Magie diesen Ort durchdringt. Ich nehme einen dädrischen Einfluss wahr, aber es ist etwas sehr viel Älteres als meine Fürstin Mephala. Wonach soll ich suchen? Laut den Notizen des Dirigenten waren die uralten Worte in einen gewaltigen Stein geritzt worden. Ich gehe davon aus, dass ihr tiefer in den Wald reisen müsst, um den fraglichen Ort zu finden. Ich kann die Worte, die der Riedenmeister gehört hat, erst verstehen, wenn ihr den Stein erreicht. Wie finde ich diesen großen Stein, der mit uralten Schriftzeichen bedeckt ist? Ich bin doch nicht euer Stadtführer. Sucht euch eine Richtung aus und geht los. Wartet einen Augenblick. Die Notizen des Dirigenten. Es gibt einen Abschnitt, der hilfreich sein könnte. Etwas über Krähen. Vielleicht reicht euch das als Hinweis. Ja, da stand doch irgendwas wie eine Krähe wäre nicht ausreichend. Wir sollen zwei suchen. Ich werde den Stein finden. Jo. Nutzt das Buch und setzt die Rune wieder ein, sobald ihr die Inschrift gefunden habt. Gut, ich glaube, ab jetzt kann ich beide Quests parallel erledigen. Wer will schon wieder was von mir? Natürlich so eins von den blöden Viechern. Einmal mit Insektenspray arbeiten. Da ist schon wieder eins. Komm her, kriegst auch eins in den Löffel. Mistviecher. Gut. Und ich hoffe, das klappt. Ich könnte schwören, ich wäre in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Ja, mecker nicht. Stimmt das jetzt? Durchquert den Wald von Ebenstadtmund. Ich bin doch hier richtig, oder? Gut, ein bisschen Kuddelmuddel jetzt. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt beide Quests zeigen, so oder so. Ja. Ach was, ist das die Möglichkeit?
was hilft. Komm, hier, Meets, Meets, Meets. Hab ein paar Pfeile für dich. Ja, gut, und... Eigentlich hat sie ja eine Schleichausrüstung an und ich sollte sie benutzen. Das spart Nerven. Da oben ist was, hä? Ja, ist das ein Kuddelmuddelgrat? Das ist wohl der Tempel. Und warum sollt ihr jetzt da hoch wollen? Was ist denn da sonst noch? Nix, ne? Verstehe ich gerade nicht. Ja gut, gehen wir mal dieser Spur nach. Irgendwann werden wir es verstehen. Ebenheiligtum. Aha. Und welche von beiden Quests habe ich jetzt hier? Heilandsblechle, da habe ich ja was. Naja, ich bin halt davon ausgegangen, dass beide Quests irgendwie zusammen im Zusammenhang stehen könnten, beziehungsweise sich ergänzen könnten, ne? Ja, tun sie wohl auch. Habt ihr die Inschrift gefunden? Noch nicht. Doch die Inschrift ist in der Nähe. Ich spüre aber etwas. Nocturnals Anwesenheit. Aha, doch Nocturnal. Ich hätte eigentlich vom bisherigen Questverlauf eher auf Mephala getippt, aber... Dämmerwölfe sind eindeutig Nocturnals Kreaturen. Jo. Also ich werde auf jeden Fall im Zuge beide Quests zeigen, ja. Wenn ich schon mal hier bin. Ich weiß nur nicht, in welcher Reihenfolge. Jetzt verfolge ich mal diese Spur hier, damit ich mal einen Plan habe. Eigentlich dachte ich, ich könnte beides parallel tun, aber sieht mir zumindest im Moment nicht danach aus. Aber es geht in beiden Fällen um die Sprache der ehemaligen Bewohner hier, ne? Ich habe ja für einen Moment überlegt, ob es sich dabei um die Drachensprache handeln kann, die älter ist, sogar noch als die dätische Sprache oder so. Aber da liege ich wohl falsch. Was ist denn du? Achso, das ist ein Mitspieler, dem ist wohl gerade langweilig. Uralte Inschrift. Ihr habt sie gefunden. Hier stimmt etwas nicht. Ich spüre... Unsere Verbindung reißt ab. Nocturnals Gräfin ist... Ja. Wo Layton nun fort ist, können wir frei sprechen. Diese Worte der Macht, sie sind nicht für die Augen Sterblicher bestimmt. Als Gräfin am Hof des Aufruhrs könnt ihr mir gerne glauben, wenn ich euch sage, dass Layton nicht ganz ehrlich zu euch ist. Warum sollte ich einer Gräfin vom Hof des Aufruhrs auch nur ein Wort von dem glauben? Ich will das Gleichgewicht der Macht in der dätrischen Triade erhalten. Wenn Layton diese Sprache übersetzt und ihr Geheimnis an seine Herrin Mephala weitergibt, hat sie einen Vorteil, der meiner Fürstin Nocturnal gefährlich werden könnte. Es klingt, als ob die Triade der dätrischen Fürstin nicht so geeint ist, wie es scheint. Spekuliert gern, so viel ihr wollt. Ich bin hier, um euch ein Geschenk zu machen. Nocturnal will, dass ich euch mit der Bedeutung der uralten Worte versorge. Es ist zu unser aller Vorteil, wenn sich der Redenmeister daran erinnert, wo er das Herz des durchschaubaren Gesetzes verborgen hat. Also, was bedeuten die Worte denn nun? Der Satz, an den sich der Redenmeister erinnert. Der sich ständig wiederholt. Es ist ein Zauber, um etwas Verborgenes zurückzuholen. Zur rechten Zeit muss er nur den Satz wiederholen und das Versteck des Herzens wird offenbart werden. Und warum birgt Nocturnal das Herz nicht selbst? Meine Meisterin erklärt sich mir nicht und sie wird sich ganz sicher auch nicht euch erklären. Ich gehe allerdings davon aus, dass nur der Ritenmeister das Herz zurückholen kann, weil er ja auch derjenige gewesen ist, der es versteckt hat. Ihr wusstet genau, wann und wo ihr mich kontaktieren müsst. Aber woher? Arteum ist nur so sehr vom Rest der Welt abgeschnitten, wie es das zustande bringt.
Erst erlaubte es die Kluftperle der Seekrecke und Nephala auf die Insel der Psychika vorzudringen. Dann nahmt ihr Layton, einen Grafen am Hof des Aufruhrs, gefangen. Wir kennen jeden eurer Schritte, bevor ihr ihn macht. Und was hofft ihr zu der Erde von dätischen Fürsten zu erreichen? Unsere Fürsten wollen die Gesetze aufheben, die ihnen von anderen Mächten auferlegt wurden. Sie wollen mir neu erschaffen, damit es besser zu ihren Neigungen passt. Dafür müssen natürlich alle Hindernisse beseitigt werden, einschließlich der anderen dätrischen Fürsten. Ihr seid doch wohl mit dem Klammerbeutel gepudert worden, oder? Und welcher Vorteil zieht der Hof des Aufruhrs aus all dem? Der Hof ist nicht böse. Wir würden nicht bei etwas mitwirken, was nicht dem Gemeinwohl dienen würde. Wenn unsere Fürsten fertig sind, sind Krieg und Krankheit ausgemerzt. Es wird wahren Frieden geben. Und die Höflinge werden zu Göttern erhoben, wie es zu unserem Stand passt. Und den Quatsch glaubt ihr den dätrischen Fürsten? Ihr seid doch bekloppt. Wie wurdet ihr in diese ganze Sache verstrickt? Ich bin ein Dunkelelf, ein Kind Morrowinds, das vom Weg abkam. Wut und Verzweiflung hätten mich beinahe überwältigt, bis Nocturnal mir Trost spendet. Die Nachtherrin erfüllte mich mit einem neuen Ziel und gab mir etwas, woran ich glauben konnte und was größer war als ich selbst. Du bist ein nützlicher Idiot für Nocturnal, mehr nicht, aber ihr seid keine Hochelfin wie die anderen Mitglieder des Hof des Aufruhrs. Es stimmt zwar, dass der Hof in weiten Teilen aus Hochelfen besteht, die glauben, dass sie ein Geburtsrecht auf die Göttlichkeit haben. Doch so einfältig bin ich nicht. Nocturnal hat mich als ihre Gräfin auserwählt. Sie lehrte mich, dass Treue der Weg zum Aufstieg ist. Und meine Treue ist groß. Kannst du mal ausprobieren, was passiert, wenn du Nocturnals Willen nicht vollstreckst? Dann will ich nicht in deine Haut stecken. Ja, und? Der nächste? Sag dem Ritenmeister, es ist ein Rückholzauber. Endlich! Meine Verbindung zu der Rune ist wiederhergestellt. Erzählt mir, was Nocturnals Gräfin gesagt hat. Soll ich das jetzt wirklich tun? Ist das klug? Ich fasse es nicht, dass Nocturnals Gräfin sich derart einmischen konnte. Wir sollten doch Verbündete sein. Warum sollte sie versuchen, mich davon abzuhalten, diese uralte Inschrift zu lesen? Nocturnals Gräfin meinte, der uralte Satz wäre ein Zauber. Ein Zauber? Interessant. Und irgendwie mit dem Versteck verbunden, das der Ritenmeister vergessen hat. Ich frage mich, warum sich Nocturnal entschieden hat, dieses Wissen zu teilen. Sie ist nun nicht gerade die mitteilsamste der geschätzten Fürsten des Hofes. Nocturnals Gräfin deutete auch an, dass ihr den Hof über unsere Pläne in Kenntnis gesetzt habt. Selbstverständlich. Ich trug ihnen auf, meine Recherchen zu stören, bevor ich eine uralte und mächtige Sprache entschlüsseln kann. Hört mal, ihr solltet jetzt in den Turm Zepora zurückkommen. Der Ritenmeister will alles hören, was meine Verbündete mitzuteilen hatte. Und ehrlich gesagt, will ich das auch. Ja, ich kehre baldmöglichst nach Atheum zurück. Baldmöglichst heißt, ich mache erstmal diese andere Quest. Ich hätte diese Inschrift ein wenig länger studieren können. Baldmöglichst heißt, ich verfolge jetzt erstmal das Ebenerzheiligtum weiter. Wo muss ich denn da jetzt... ihr Lichtmutter. Nein, danke. Zum Glück habe ich eine Schleicherrüstung dabei. Komme ich da auch anders hin? Ich habe keinen Bock jetzt mit der Irrlichtmutter zu schmusen. Jo, sehr gut. Geht auch anders. Gut, dann verfolge ich jetzt die andere Queste weiter. Jo, ich mach dann... Hä? Wollte ich hier hin? Warum bin ich jetzt hier? Heilandsbleche, na gut. Jo. Ich mache hier mal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder dorthin, wo ich jetzt eigentlich sein sollte. Bis dann.